In diesem Video zeige ich euch das neueste Merchandise hier aus dem Disneyland Paris. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Merchandise-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, es ist ja nicht lange her, dass ich das letzte Mal hier war, vor 2 Wochen. Aber in der Zeit gab es tatsächlich schon wieder neues Merchandise und das habe ich euch natürlich in diesem Video abgefilmt. Es gibt tatsächlich auch neues Attraktions-Merchandise, ein paar Christmas-Sachen und ja, die zeige ich euch alle in diesem Video, inklusive Preise. Wir sind im Thunder Mesa Store und hier gibt es neues Coco-Merch. Und zwar hier einmal das T-Shirt, das ist so ein bisschen cropped für 40 Euro. Hallo? Das ist wieder Mobbing. Ich soll aussehen wie der Kranz. Hier gibt es einen Fächer für 10 Euro, der ist riesig, sieht man hier. Kann man auch mal aufmachen. Oh, einen Fächer. Dann gibt es hier Coco-Ohren für, jetzt ist der Preis, das Preisschild immer so mini hier, 30 Euro. Die finde ich cool, muss ich sagen. Dann gibt es hier noch eine Tasse von Coco für 17 Euro. Noch ein Coco-T-Shirt, was ich echt schön finde, diesen Batik-Look für 40 Euro. An der Seite Coco stehen. Ein Trinkbecher für 25 und einen Loungefly für 80 Euro. Genau, schwer mit einer Hand. Auch neues Merchandise gibt es hier mit den diese Popcorn-Tüten-Taschen für 12 Euro zum 100. Geburtstag. Und jetzt hier die lilanen sind auch jetzt da. Kosten 25 inklusive Popcorn. Finde ich schon mega schön, muss ich sagen. Ich finde den lilanen noch ein bisschen schöner als den silbernen. Ja, ich glaube, den kaufe ich mir für morgen. Es gibt auch einen neuen Halloween-Patch hier für 10 Euro. All Monsters Welcome. Genau, gibt es hier im World of Disney und bei den anderen Patches an der Kasse. Es gibt hier im Storybook Store ein neues Buch, aber leider französisch mit allen Schlössern für 40 Euro. Und Cheryl demonstriert jetzt mal. Wow, schön und das Biest. Die Arielle. Dornröschen. Und das war's. Das war's. Wir sind bei Sir Mickey's und hier gibt es neues Attraktionsmerchandise, wirklich heute rausgekommen. Hier gibt es das T-Shirt von das Alice Labyrinth für 26 Euro. Das ist so unisex geschnitten, also eher breit. Das gibt es jetzt auch nochmal tailliert, auch für 26. Hier gibt es eine so eine Art Jutebeutel für 40 mit dem Aufdruck. Hier gibt es ein Notebook für, ich weiß es nicht, ein Set ist das. Das sind 3 für 19 Euro. Da ist auch Indiana Jones dabei. Dann gibt es hier anscheinend Postkarten für 2 Euro. Duftkerze riecht nach nichts. 30 Euro. Das habe ich euch schon gezeigt. Dann gibt es hier eine Keksdose. Sorry. Keksdose für 13 und ein Bild gibt es auch hier oben für, ups, 27. Dann gibt es hier ein Kosmetiktäschchen von It's a Small World für 20 Euro. Okay, dann gibt es hier Gläser von Teacups und dem Karussell Lancelot für 25 Euro. Dann gibt es hier so eine Jute-Sack für 25 mit den Teetassen. Ein Hoodie für 56 mit Crush Coaster drauf.
Jetzt ist Small World für 50. Es ist weiß. Es sieht auf dem Bild jetzt nicht so gut aus, aber es ist weiß. Dann gibt es das noch auch für Lancelot für 50 Euro in Blau. Karusselle Lancelot. Dann gibt es hier einmal so ein Beanie für 23 mit dem Karussell. Es gibt hier so Buttons für 5 Euro. Gibt es auch noch mit den Teetassen und It's a Small World. Und dann gibt es hier noch Crush Coaster Socken für 14 Euro für ein paar Socken. Dann gibt es hier noch, ah ne, das sind keine Tassen, das sind wirklich Gläser, die haben Henkel. Ja. Dann gibt es hier noch so ein Batik-T-Shirt mit den Teetassen für 26 und dasselbe gibt es nochmal für Crush Coaster, zeige ich euch gleich, aber es gibt noch hier ein Small World T-Shirt für 30. Hier ist das Crush Coaster T-Shirt und nochmal ein Cropped Lancelot T-Shirt, auch für 30 Euro. Ah, und es gibt ein It's a Small World Patch. Nur noch kurz mal hier dran. Sieht so aus für 10 Euro. Ich bin im World of Disney und hier gibt es einmal Chip and Dale für 35 Euro im Weihnachtsoutfit. Hier haben wir ein limitiertes Ornament. 1992 Exemplare gibt es nur davon. Interessiert aber keinen, guck mal, wie viel davon noch entsteht. 25 Euro. Den habe ich euch beim letzten Mal, glaube ich, auch nicht gezeigt. Der raschelt. Der hat Glocken. Der hat Glocken. Kostet? Kostet? 26 Euro. 26. Da sind die neuen Stirnbänder und Mützen für 23 Euro. Gibt es auch mit Mini. Zieh ich gleich mal an. Ist schön. Das ist doch eine Hose. Das ist eine neue Hose. Ein Strumpfband. Das zieh ich gleich mal an. Und es gibt hier diese neue Fellmütze. Kannst du mal Brina schreiben, ob ich sie direkt mitnehmen soll, bitte? Genau. Kostet 25 Euro. Den Anblick möchte ich euch nicht vorenthalten, wie das Ding aussieht. Ich muss aber eins mitnehmen. Musst du? Ja. Für wen? Freizeitparkmädchen. Ah, Freizeitparkmädchen. Liebe Grüße. Ja, also keine Ahnung. Es ist so ein bisschen komisch. Es ist hässlich einfach. Daniel sagt, es ist hässlich. Die sind auch neu. Beim letzten Mal gab es die, als wir gefahren sind. Kosten 56 Euro. Und die Kapuze ist jeweils von dem Charakter. Sonst ist es ein ganz normaler Hoodie. Wie gesagt, die Kapuze. Findest du schön? Willst du mitnehmen? Ja. Genau, gibt es mit Chip. Ich weiß nicht, ob es Chip oder Dale ist. Trick or Treat. Ist das Dale oder Chip? Ich habe keine Ahnung. Mit der roten Nase, wir wissen es nicht. Ah, gibt aber noch Lotso mit der Kapuze, Stitch. Wo zieht man sowas an? Wenn es kalt ist draußen. Als Kind, dann wird man doch verprügelt in der Schule. Wenn es kalt ist, kannst du den Hoodie genau, anziehen. Und auf der Straße wird man auch verprügelt. Und Marie, Katze. Oh Gott. Katze. Die anderen Kinder lachen einen aus. Ja, das sind doch. Das soll ein Encanto. Ja, ich hab. Kennt doch keiner als Encanto. Nee, das hätte ich auch. Ich habe gleich 100% Stitch, bevor ich dann in der Beschreibung gelesen habe, dass es Encanto-Ohren sein sollen. Und der Schmetterling hier ist auch. Also, dann haben die auch übrig gehabt noch. Kosten? 35 Euro. 35 Euro. Also. Was ist eigentlich diese Inflation mit den Ohren passiert? Dass sie auf einmal so ich teuer wurden. Gekostet. Ja, das waren die normalen Minimaus-Ohren. Also nicht schön. Aber für mich sind das Stitch-Ohren. Vielleicht hier das Emblem oder so ein bisschen Encanto, aber für mich das Dschungel. A Quiz, 500 Questions. Ja, wow. Auf Französisch. 35 Euro. Und es gibt ein Malbuch hier so für Entspannung. Kannst du nicht sowas gebrauchen? Nein. Kostet nur 14,95 Euro.
Gab es letztes Jahr schon, aber ich habe es noch nicht gezeigt in dem Christmas-Video. 30 Euro für diese leuchtende Mickey Mouse Mütze, Baby Yoda Weihnachtsmütze für 25. Was ist das hier, so Fock? Das ist Bade, Badeschaum. Das wäre eine ungeschlagene. Und, hi! Hi! Warte. Und hier gibt es einmal die Mütze neu. 3 für 30 Euro. Muss ich gleich auch mal anprobieren. Und diese Marvel-Mütze für 23. Ist auch cool. Gibt hier noch ein bisschen Babysachen zu Weihnachten. Und zwar hier die Lätzchen mit Chip and Dale. Und Lebkuchen. Kosten 16 Euro. Hier so ein Strampler für 16. Diesen Strampler gibt es hier noch für 28. Und ich würde mein Kind das anziehen. 25 Euro. Also mein Kind wird sowas tragen. In dem Alter können sie noch nicht mitreden. Da können sie noch nichts sagen. Ohne Witz. Du würdest doch nicht wirklich sowas hier deinem Kind anziehen. Natürlich, mit der Mütze. Also das finde ich ja noch schöner. Ja, das, das auch. Total. Mit Mütze. Schau mal. Also Jugendamt. Jugendamt. Ja, das ist super. Nee, das ist süß. Ja, beim Partnerlook kannst du dann rumlaufen. Ja, genau. Ja, ich bin da voll dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich euch den Marvel-Pulli gezeigt habe von Weihnachten. Kostet 60 Euro. 40 Euro. Ja, ich glaube, die gab es letztes Jahr schon, wo wir in WDW waren, von demselben Stoff. Das sieht aber nicht aus wie Mickey Mouse. Der ist schon schwer. 70 Euro. Der ist echt schwer. Aber, also ich finde ihn schon schön, aber 70 Euro ist halt teuer. Ja. Zeig mal, ist da hinten irgendwas drauf? Nein, Streifen. Ansonsten? Ach, aber hier im Partnerlook. Ich wollte gerade sagen, da kannst du 45 Euro. 45 kostet der Kleine? Ja. Da kaufst du ja besser so einen großen Schnalzen kaputt. Ich wollte gerade sagen, dann nähe ich dir den um. Ja. Hast du zwei von für. Ja. Das fällt keinem auf. Ja, danke fürs Präsentieren. Vielen Dank. Ja, aber ist Unisex? Kann man Frauen und, also Mädchen und Jungen anziehen? Ja, transsexuell. Ja, richtig. Transsexuell. So. Wir sind im Disney Store und hier gibt es einen neuen Munchling. Daniel, möchtest du uns den mal zeigen? Es ist ein Softeis. Es ist ein Muffin. Sie sagt, das wäre Stitch. Mit Sprinkles. Sieht aus wie Tweety in Blau. mit Sprinkles. Was sind denn Sprinkles? Diese Deko hier drin. Das soll die Sprinkles-Tüte sein. Da ist Schaumstoff drin. Da ist Schaumstoff drin, ja. Kostet? Ich dachte nix. 40 Euro. Ja, genau. Und hier gibt es diese Mystery-Munchlings, gibt es hier auch. Für 17 Euro. Könnte auch Fleisch drin sein. Hier da. Feste Fair, könnte auch ein Hühnchen. Jerky. Das ist eine Pute. Aber da, guck mal, wer ist das denn? Bullseye als Cereal Bite. Bullseye ist das Pferd von Toy Story? Ja, hier hast du ein Alien, Robin Hood, The Duck, also der Hund und Pumba. Oh, Pumba. Und Miss Bianca. Naja, gibt's hier auch. Wir sind in der Galerie im Village und hier ist eine Schneekugel, die habe ich so noch nie gesehen. Für 30 Euro fand die Schön und das Biest. Ich finde jetzt die Rose nicht unbedingt schön. Aber hier in der Charaktere hat man die Charaktere an der Seite. Und sie spielt sogar Musik, und zwar die Schön und das Biest. Ich habe mich gerade getestet. Ansonsten, ja, gibt es noch. Hier sind die Schneekugel, aber die ist jetzt nicht neu. Und die gibt es immer noch. Ansonsten gibt es hier nichts Neues, ne, Daniel? Nee. Immer noch hier der gleiche Prüll. Die Chip and Dale Ohren gibt es hier nicht mehr. Die von der Decades-Kollektion, nur noch Dschungelbuch. Ist leider ausverkauft. Die Tasche habe ich beim letzten Mal auch nicht gesehen. Von Jack und Sally. Kostet 40 Euro, das geht, finde ich. Ja, sieht so aus. Hat hier noch so einen seitlichen Henkel. Ja. Das, nennen Sie mir bitte das USP dieser Tasche. Es hat einen Henkel. Ein seitlichen. Also, es ist 40 Euro wert, weil die hat einen Henkel. Das ist nicht normal bei Taschen. Die meisten Taschen haben keinen Henkel. Nein, aber es stimmt nicht. Die hat auch keinen. Die hat nur einen langen Henkel.
Ein Um. Das ist ein Hängel dann. Das ist eine Um. Die hat einen Henkel. Die hat einen Henkel. Das ist die 40 Euro wert. Könnte sogar 42 kosten. Und die hat ein Schloss, guck. Ja. Kannst du abschließen mit deinem Herzen. Da ist gar kein Schloss dran. Fake. Ja. Es gibt alte, neue Weihnachtsorgen, die gab es letztes Jahr schon. Die hat mir damals Daniel zum Glück mitgebracht, weil als ich dann hier war. Ja, danke. Waren sie wieder ausverkauft. Also die sind sehr begehrt. Kosten 25 Euro. Ah, so ein Schnäppchen. Ja, aber ich finde sie super schön. Auch neu ist dieses Happy Halloween T-Shirt für 2023. Kostet 40 Euro. Und hat so einen grau melierten Look. Wir sind in Floras Boutique und hier gibt es noch eine Erweiterung zu den Attraktionen, und zwar dieses Tassenset. Für 35 Euro kriegt ihr Phantom Manor, Big Thunder Mountain, Tower of Terror und Pirates. Und die sind stapelbar. Schon cool. Und World of Disney gibt es so Spieluhren für 20 Euro mit Cinderella. Gibt's auch mit Frozen und De Belle. Beauty and the Beast. Wir sind im World of Disney, aber die Sachen gibt es auch überall anders. Und zwar gibt es hier neues Attraktionsmerch. Tower of Terror T-Shirt für 26. Ein Bild. 27. Dann gibt es dasselbe für Hyperspace Mountain für 26. Bei Hyperspace Mountain gab es eigentlich erst so wenig. Eigentlich nur die Regenjacke und den Rucksack. Jetzt gibt es aber noch mehr. Hier gibt es noch eine Tasse. Für 17 Euro. Was ist das hier für ein Schal? Indiana Jones? Ein Indiana Jones Tuch. Kannst du das mal mir präsentieren, bitte? Andersrum. Super. Wunderschön. Kostenpunkt? Ja, Kostenpunkt? 25. Habe ich gestern schon gesehen. Ach so. Ja, im Sir Mickey's gab es die. Okay. Also die Duftkerze da. Ja. Gibt es aber auch mit Indiana Jones. Riecht? Wie ein Lagerfeuer. Wie ein Lagerfeuer. 30 Euro aber. Machst du den Blick, nochmal, bitte? Das Bild gibt es auch von Indiana Jones. Für 27. Das T-Shirt für 26. Und hier gibt es noch... Guck mal, damit fällst du nicht auf im Dschungel. Kannst ins Dschungelcamp gehen. Und nur 60 Euro. Ja, passt doch. Ist doch super. Genau, hier gibt es so eine Indiana Jones Jacke. Und einen Fischerhut für 40 Euro. Kannst du gerne mal testen. Da ist nur Stitch. Soll das Indiana Jones nicht vorne? Du hast jetzt die Tasche vorne. Ja, so. Oder andersrum, weil das Logo soll nach vorne. Guck mal, du kannst sogar was reinpacken in die Taschen. Was soll ich da reinpacken? Mein Geld. Mein Schweizer Messer. Dein Schweizer... Was? Geld. Guck mal, ist sogar mit... Ja, nee, mit. Hier, guck, das kommt hinten. Nein, das kann doch nicht vorne sein, deine Tasche. Ja, nee, aber das kommt hinten, also hast du das Bild. Ich finde das, okay. Aber auf jeden Fall kann man da auch was reinpacken, ist doch super. Ja, wer nimmt ein Geld in den Dschungel mit? Wie willst du da bezahlen? Du kannst auch tagsüber tragen, wenn die Sonne scheint. Ja, aber... Und mit Halter, und kann man sogar eng machen. Ja, was, aber trotzdem kein Geld rein für den. Was machst du denn dann rein in dieses Täschchen? Ja, ein Schweizer Messer. Das passt ja auch nicht rein. Ja, das war mein Merchandise-Video hier aus dem Disneyland Paris. Das nächste Mal, wenn ich hier bin,
bin ich hier zum Start der Christmas Season und dann wird es natürlich auch wieder ein neues Merchandise-Video geben. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat, was ihr euch gerne kaufen würdet. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.